Hey Leute und herzlich willkommen auf meinem Kanal. Hier ist wieder euer Stürmin, heute mit dem Orakel Bayern gegen Frankfurt. Ja, wir gehen mal in das Spiel hinein. Also ich schätze mal ein 3:1. Ja, heute mal ohne Facecam. Weil ich ein bisschen bad hatte hier. ja. Heute Abend werde ich auch wieder das streamen. Mal gucken. Da werde ich auch wieder mit Facecam machen. So, dann starten wir mal. Die erste Halbzeit mit Bayern. So, und auf geht's. Frank Buschmann freut sich, dass Sie zu Hause dabei sind und wir werden dieses Spiel für Sie kommentieren. Und wir freuen uns auf ein Spiel in der Bundesliga. Bayern München gegen Eintracht Frankfurt. Bei den beiden Teams ist Spitzenfußball garantiert. Das wird hochklassig. Klasse Chance jetzt. Wie hier früh das erste Tor machen. Tell macht das erste Tor. 1:0 für Bayern. Bayern auf dem zweiten Platz im Moment in der Bundesliga. Ja, ich glaube, da passiert auch nicht mehr viel da oben. Frankfurt ist auf Platz 6 aktuell. Und drin das Ding. So, okay. Machen wir weiter hier. Frankfurt ist hinten nach diesem Tor. Es geht weiter. Götze. Den zweiten. Ach. Danke. Sehr dribbelstark. Da Au. Sehen wir es wieder. Ah, das frühe danke. Sturm, das zahlt sich aus. Da haben Sie den Ball. Tja, wo ist die Lücke? Nein. Der Ball erstmal raus. Gut gemacht. Balleroberung. Oh, das war schlecht. Das war schlecht. Das ist gut. Sie unterstützen den ballführenden Spieler. Nein. Flanke kommt rein. Den Ball kann er klären. Ah, Manu. Er zieht vorbei. Entschuldigung. So. Spielen wir mal hin rum. So. Kimmich, Nimmich. Tell. Schönes Dribbling hier. Der Ball soll jetzt zu Musiala. Nein. Ball weiter im Spiel. Die Bayern Eckball. Möchten diese Ecke jetzt nutzen, um die knappe Führung weiter auszubauen. Eckball. Jetzt können wir uns das Führungstor gerne nochmal anschauen. So. Oh nein, das geht wieder auf Tormann. Ich mache immer diesen Fehler. Direkt. Naja. Mario Götze jetzt. Ich bin mal gespannt, was ihr so tippt. Ich weiß, ihr seid jetzt so faul, um irgendwie was reinzuschreiben. Gut dazwischen gegangen. Es war früher nicht so. Es werden viel die Orakels geguckt, aber geschrieben wird gar nichts. Außer ein paar Leute mal, so die, wo ich kenne. Kane mit Platz auf dem Flügel. Kane mit der Chance. Und wow. 2 Tore Führung nun also. Es läuft für sie. 2:0 für Bayern. Harry Kane. Yeah. Wir schauen uns nochmal die Entstehung des Tores an. So, da ist der Konter. Und dann kommt der Ball in der Mitteldistanz zu Harry Kane. Der weiß genau, wo der Ball ist. Sehr schön abgeschlossen. Hat das Auge auf die Power im Fuß. Und wenn der Schuss dann so perfekt kommt, dann ist er unhaltbar. Musiala. Da hat er nur noch den Torhüter vor sich. Ach. Real Life hätte er den gemacht. Nein!
und Halbzeit. Wir sehen uns dann in der zweiten Halbzeit. So, da sind wir wieder. So, jetzt spiele ich mit Frankfurt. Mal gucken, ob ich da irgendwie was reißen kann gegen Bayern München. Ah! Ich weiß ja nicht, ob Lukas dieses Video guckt, glaube ich eher nicht. Ansonsten grüße ich ihn mal hier. Luke Asch. Machen Sie gut, das kann was werden jetzt. Goretzka! Boah, leck. Super gehalten. Aus dieser Entfernung, toller Reflex, perfekt antizipiert, wo der Ball hingeht. Eckball für Bayern München. So. Oh. Gib mich Ball, jawohl. Ja, nein! Kane. Ja. Die Chance jetzt vielleicht zum Konter. Oh je, der ist langsam. Jetzt die Flanke. Boah, schade. Mit dem Tor, der Torhüter ist da. Schade, schade. So. Und mal wieder den Fehler, oder? Nee. Diesmal wäre er gut gekommen. Götze. Götze. So, was machen Sie draus? Flanke auf den langen Pfosten. Ah. Gut. Und damit war es das erstmal da hinten. Choupo-Moting. Kane. Kane ist das. Kane. Musiala. Harry Kane im Abseits. Oh, tut mir leid. Harry Kane im Abseits. Ah! Sie können den Ballbesitz hier nicht verteidigen. Sag mal, was machen die? Konrad Leimer. Jetzt die Bayern im Angriff. Sie kommen nicht durch. Gut verteidigt. Kane muss er machen. Den Ball hält er fest. Gute Aktion. Ja toll, wohin? So, die letzten 15 Minuten jetzt. Gewinnt dieses Duell. Lässt sich nicht beirren. Das ist doch nicht wahr. Neuer hält er alles. Oh, Sané kommt rein für Tell. Ich mach schon wieder den Fehler. Befreiungsschlag. Guter Zweikampf. Das frühe Stören jetzt. Goretzka. Wir nähern uns dem Schlusspfiff und im Moment sieht es nach einem Sieg der Bayern aus. Klare Führung. Sie sind überlegen, zwei Tore Führung. Sie machen das immer wieder clever, sind sehr stark. Ich glaube, die holen sich den Sieg. Nur noch 4 Minuten in der regulären Spielzeit. Nein. Von Goretzka. Komm. Choupo-Moting. Ah, Mino. Da kommt ein Mino. Schlusspfiff. Damit und das war's. Schade. Sieger der Partie ist ein 2:0 für Bayern München hier im Spiel. Ich tippe ein 3:1. Und mal gespannt, was ihr so tippt. Bis dann und auf Wiedersehen.